Meine Damen und Herren, Tom Liver ist auch beim Reeperbahn-Festival. Ein Festival für Newcomer, ja, und für neue Talente. Du bist seit über 30 Jahren, stehst du auf der Bühne, hast über 20 Alben rausgebracht und jetzt kommt ein neues Album von dir. Aber trotz alledem spielst du auch im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Wie kommt es dazu? Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung, warum wir hier spielen. Also ich habe im Februar, oder um noch weiter auszuholen, wir haben diese Platte gemacht, nachdem ich vor 2 Jahren irgendwie so weit war, keine Platte mehr machen zu wollen. Ich war an einem Punkt, wo ich mich von diesem ganzen eitlen Zirkus verabschieden wollte und mit dem ganzen Selbstdarstellungsding nichts mehr zu tun haben wollte. Und das hatte sehr tiefgreifende Folgen, auch privat. Ich war eine Zeit lang absichtlich ohne festen Wohnsitz, bin nur gereist, habe mich aus allem losgelöst, woran ich mich vorher festgehalten habe. Habe dann danach entschieden, dass ich allein schon die Band nicht alleine lassen will. Und dass wir noch mal einmal eine Platte machen, hatte für mich aber auch das Gefühl, wenn ich die Platte mache, dann muss die meinem eigenen Reinheitsgebot entsprechen, sonst hat es keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, irgendeine Platte zu machen, die überflüssig wäre. Warum sollte ich das tun? Und dann haben wir diese Platte gemacht. Und auch während wir die aufgenommen haben und noch gar nicht klar war, wo die rauskommt, fingen so seltsame Dinge an zu passieren, wie dass zum Beispiel das Reeperbahn-Festival sich gemeldet hat und gefragt hat, gibt es von euch zufällig was Neues, wir hätten euch gerne am Festival. Ich hatte also keine Ahnung, wie das kam, aber irgendwie schienen schon da die Sterne günstig zu stehen für die Platte oder für das, was jetzt gerade passiert. Eine andere Sache war, dass wir eingeladen wurden, um auf einem Schiff zu spielen, auch genau zu dem Zeitpunkt, wo dann die Platte kommen würde. So Promo trudelte quasi von alleine ein, ohne dass das jemand bestellt hatte. Dann haben wir die Platte gemacht und haben die tatsächlich an 4 Labels geschickt und hatten eigentlich auch nicht wirklich eine Erwartung, was da passiert. Seltsamerweise wollten die alle 4 die Platte. Also irgendwas passiert da gerade. So mit dem, naja, Newcomer heißt ja nicht, dass man nicht vorher schon ein paar Mal gekommen ist. Ne? So. Beschreib mir mal bitte, wie dein persönliches Reinheitsgebot aussieht. Wie muss eine Tom Liver-Platte sein, dass sie deinen Ansprüchen entspricht? Es gibt so viel Verlogenheit in diesem ganzen Business. Egal, ob das Verlogenheit ist, was ideologische Dinge oder pragmatische Dinge angeht oder einfach nur gute Laune da, wo eigentlich keine ist. Oder eben aber auch in Bereichen, die eigentlich als enorm authentisch und ehrlich gelten, ist das alles durchzogen von sehr, sehr viel Lügen. Weil machen wir uns doch nichts vor, eigentlich Kapitalismus und Kunst passt nicht zusammen, kann überhaupt nicht gemeinsam funktionieren. Und wir befinden uns in einem Zeitfenster, wo diese Dinge immer offensichtlicher werden. Also war für mich klar, dass wenn ich da auch nur mich das kleinste bisschen verbiege bei irgendwas tue, verliere ich von mir selber die Glaubwürdigkeit. Ich kann nur die Dinge vertreten, spirituell, politisch und persönlich, hinter denen ich wirklich selber 100%ig stehe und da auch bereit bin, die Hose und die Maske für fallen zu lassen. Und das war für mich wichtig, auch für mich selber zu gucken, wo stelle ich mich da selber als lockerer, interessanter oder authentischer war, da, als ich wirklich bin. Wo fange ich da auch an, eine Rolle zu spielen? Und das war für mich bei diesen Texten wichtig, gerade bei der Platte. Ein Großteil der Texte handelt eben wirklich von der Unmöglichkeit, im Kapitalismus Kunst zu machen. Das sind teilweise Abrechnungen mit alten Helden, aber eben auch in anderen Songs so Skizzen von Gegenmodellen. Ein paar persönliche Sachen sind da natürlich auch drin, aber das glaube ich oder hoffe ich auch auf eine Art, ja, in der ich da für mich selber sauber geblieben bin. Aber genau, wenn du halt sagst, also seit über 30 Jahren bist du halt in diesem Business und wolltest jetzt damit dann eigentlich abschließen. Mhm. Jetzt sagst du, deine Band war vor allem dein Hauptantrieb, dann doch weiterzumachen. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? Oder ist doch noch was in dir drin, dass du einfach sagst, nee, diese Message will ich halt auch rüberbringen? Ich habe gehört, ich habe gemerkt, als ich aufgehört habe, als ich raus bin aus allem, unterwegs war und auch nicht mehr schreiben wollte, dass ich an einem bestimmten Punkt einfach wieder angefangen habe zu schreiben. Erst autobiografische Skizzen, die mit der Zeit da gar nichts zu tun hatten, dann irgendwelche Prosafragmente und dann zack, irgendwann wieder Songs. Es scheint also einfach ein essentieller Teil von mir zu sein. Und selbst wenn ich vorher dachte, dass ich, während es vorher immer so war, dass ich jeden neuen Stand von Tom Liver halt einfach in bestimmten neuen Songs formulieren konnte, dass das nicht mehr ging, dass ich da die Katze in den Schwanz beißen würde, einfach
Also wenn ich versuchen würde, die Unmöglichkeit, Songs zu schreiben, in Songs abzubilden, dann ist das halt eine enorm kokette Angelegenheit. Aber ich habe einfach gemerkt, wie es einfach wieder anfing. Und ich liebe es, mit diesen Leuten Musik zu machen. Das ist unglaublich. Das kann auch keine Konzertbühne oder irgendwas oder eine Platte, kann das widerspiegeln, dieses Gefühl, was wir haben, wenn wir da einfach nur zu viert in unserem Vakuum sind und spielen. Das setzt eine Energie frei, da können Welten draus entstehen, Planeten. Und macht dich Musik denn noch glücklich? Enorm glücklich. Und gerade jetzt, wo ich sie für mich befreit habe von diesen ganzen Konnotationen, von den Assoziationen, die dranhingen, so naja, zu begreifen, dass das die Dinge, die mir Neil Young oder Bob Dylan oder Beatles oder was weiß ich, wer auch immer gegeben haben in meiner Jugend, von denen ich dachte, die wären Dylan, Neil Young oder Beatles, dass die verdammt nochmal meine sind. Ich meine, ich fahre auch mit dem Auto rum, ohne ständig zu denken, ich bin nur ein Nachfolger des Erfinders des Rads. Das ist meins, das ist Folklore, das sind Styles, die benutzbar sind. Und die haben für mich nichts, aber auch gar nichts mehr mit diesen Vorbildern von früher zu tun. Die sind für mich einfach ein Werkzeug. Musik ist für mich sowas wie Messer und Gabel. Was machst du denn jetzt anders? Oder wie willst du deine Karriere, wenn du sie überhaupt so nennen möchtest, jetzt anders steuern oder in andere Bahnen bringen? Ja, diese sogenannte Karriere befindet sich da im Moment in einem sehr experimentellen Status. Das ist wohl wahr. Ist auch so, dass ich ständig über Sachen stolper. Also hier bei diesem Festival, wenn ich mir die ganzen Orgastrukturen dahinter angucke, vieles davon widert mich total an. Aber wir sind eben hier und haben die Möglichkeit zu spielen und haben uns darauf eingelassen bei einer Plattenfirma, bei Grand Hotel Van Cleef, die ja schon auch für eine bestimmte, für das andere im Business steht. Wie sehr das wirklich der Fall ist, das wird sich jetzt auch zeigen. Aber ich bin bereit, denen eine Chance zu geben, die sind bereit, uns eine Chance zu geben. Und wir gucken uns den ganzen Scheiß jetzt noch mal eine Zeit an. Und eventuell kommt dann unterm Strich dabei raus, nee, geht nicht, war es nicht. Aber vielleicht mache ich das auch noch, bis ich 90 bin. Keine Ahnung. Also aufhören mit dem Spielen und aufhören mit dem Fühlen und mit dem mich äußern und laut singen durch Sommer, Herbst und Winternächte zu rennen manchmal. Das wird nicht aufhören, klar.